Ja, vielen lieben Dank, Stefan Lipfert, wie immer für die warmen Worte der Überleitung. Jetzt geht es um Aktien und das ist nun mal ein wirklich spannendes Thema, denn wer hätte das gedacht zum Jahresstart? Der DAX kennt kein Halten mehr. Über 18.000 Punkte. Auch der Dow Jones, der knabbert an der Marke von 40.000 Punkten. Der Nikkei hat es zwischendurch sogar schon erreicht. Ja, und die Frage ist natürlich, was sind die Gründe für die Rallye? Woher kommt dieser Optimismus und kann man eigentlich bei diesen Höchstständen weiterhin Aktien kaufen? Das Ganze wollen wir natürlich jetzt hier besprechen in der Punica Roadshow und dazu haben wir uns drei spannende Gäste eingeladen und die möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Zunächst haben wir Niklas Kühn, hier ist Portfolio Manager bei der Aramea Asset Management und bei ihm geht es um das Metavers und künstliche Intelligenz. Hallo Herr Kühn. Grüß Sie. Dann haben wir Lars Dollmann bei uns, auch von der Aramea. Proud at Work ist sein Thema. Da geht es um glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was das möglicherweise positiv bewirken kann für die Performance von Aktien und eines Fonds. Hallo Herr Dollmann. Ich grüße Sie. Und last not least haben wir Gerd Juncker von Grünes Geld Vermögensmanagement. Er ist dort Geschäftsführer. Bei ihm geht es um Sustainable-Themen und natürlich um Wasserstoff. Auch das durchaus ein spannendes Thema in den vergangenen Wochen und Monaten. Grüße Sie, Herr Juncker. Schönen guten Tag, ich freue mich dabei zu sein. So, und damit haben wir alle drei vorgestellt und können direkt reingehen. Natürlich wollen wir später auf Ihre einzelnen Ideen, auf Ihre Konzepte zu sprechen kommen. Zunächst aber das große Ganze beleuchten, Herr Dollmann. Wir haben ein furioses erstes Quartal an den Aktienbörsen gesehen. Was waren denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Treiber der Rallye? Ja, aus meiner Sicht gibt es da diverse Treiber. Einerseits liegt viel Geld an der Seite. Die Leute sind nicht investiert. Die Leute investieren in die Märkte hinein, in steigende Kurse. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Steigende Kurse ziehen mehr Geld an. Die Bewertungen waren okay. Das heißt, es war nicht zu teuer zu investieren. Und auf der anderen Seite spielten natürlich die massiven Zinssenkungsfantasien eine Rolle, die natürlich Aktien beflügeln würden. Bleiben uns denn diese Treiber, die Sie uns gerade geschildert haben, fürs zweite Quartal oder vielleicht sogar noch länger erhalten? Oder kommt vielleicht noch neue Power hinzu, die die Kurse weiter treiben könnten, Herr Dollmann? Ja, die Cash-Level sind immer sicherlich noch da. Das Problem ist, dass wir inzwischen natürlich durch die Zentralbanken eingebremst werden, nachdem bisher 6 Zinssenkungsschritte in den USA am Jahresanfang noch vorhergesagt wurden, sind wir nach der letzten FED-Sitzung auf 1,6 Schritte gefallen. Vielleicht kommt sogar gar kein Zinssenkungsschritt. Das befürchten einige Ökonomen. Aber der Markt zeigt sich enorm robust, was sicherlich gegeben ist durch die starken Cash-Levels. Und keiner möchte die Rallye verpassen. Fear of missing out. Mhm. FOMO, wie es so schön neudeutsch heißt. Da sind wir schon bei Anglizismen, bei den Magnificent Seven, glorreichen Sieben. Ich mache es lieber auf Deutsch, Herr Kühn. Das ist so ein bisschen natürlich auch Ihr Thema. Da geht es um die Tech-Werte. Mit einer schier unglaublichen KI-Fantasie. Im vergangenen Jahr schon über den Winter hinweg. Da hat man sich öfter mal die Augen gerieben, was da für Kursbewegungen möglich waren, gerade wenn Zahlen geliefert wurden bei den Big Techs. Geht denen jetzt möglicherweise die Puste aus? Ist da schon zu viel Fantasie drin? Ja, wie Sie schon gesagt haben, diese glorreichen Sieben sind seit Anfang 2023 sehr gut gelaufen. Das hat einige Gründe, vor allen Dingen natürlich die KI-Fantasie, die Sie gerade angesprochen haben. Dann sehen viele Investoren diese als eher konservative Anlage. Man geht mehr in Large Caps oder in dem Fall in die Mega Caps. Und auf der anderen Seite muss man diesen Aktien natürlich auch zugutehalten, dass das Earnings-Momentum für 2024 deutlich höher ist als beim S&P. Man hat hier zweistellige Gewinnwachstumsraten gegenüber dem S&P ohne diese Sieben von gerade mal um die Nulllinie. Aber was wir in 2024 sehen, ist, dass die Aktien tendenziell weiterlaufen, aber nur noch 3 der 7 den breiten Markt outperformen, was schon mal ein gesundes Bild letztendlich widerspiegelt. Und der Großteil der Performance ist letztendlich einfach nur noch durch Nvidia getrieben. Also ja, auf der einen Seite definitiv. Wir sehen hier ein viel gesünderes Bild, als wir in 2023 gesehen haben. Herr Kühn, wenn ich da vielleicht noch eine private Frage, weil es eben halt so schön war die letzten Wochen und Monate, wie oft haben Sie die Tagesthemen um 22.15 Uhr sausen lassen, um vielleicht in die Ad-Hoc-Mitteilungen der Amis reinzuschauen oder bei CNBC mal reinzugucken, weil die Zahlen ja doch meistens ganz gut waren? Ist es passiert? Definitiv, ja.
Sehr schön. Dann haben wir das auch gleich geklärt. Ein Fondsmanager, der natürlich abends um 22 Uhr noch dabei ist. Das ist Gerd Juncker auch. Gar keine Frage. Herr Juncker, eine der meistgestellten Fragen des ersten Quartals war ja, alle Aktien steigen. Und das ist ein ernstes Thema, nur die Wasserstoffaktien nicht. Warum? Ist das jetzt zum Beginn des zweiten Quartals noch ähnlich? Ja, also wir sehen schon Verbesserungen. Die Marktbreite insgesamt nimmt ja zu, das haben wir eben ja schon gehört. Das kommt auch auf die vorher vielleicht ein bisschen oder die letzten 12, 24 Monate eher unbeliebten Aktien aus der Umwelt- und Wasserstoff-Ecke. Wir haben aber den Boden definitiv erreicht. Also in unserem Wasserstofffonds haben wir im Oktober letzten Jahres den Tiefstand gehabt, den wir meiner Meinung nach auch nicht mehr unterschreiten werden. Klar, eine Explosion nach oben ist das alles noch nicht, aber es ist auch nicht außergewöhnlich. Also wir haben uns mal andere Themenfonds angeschaut, die haben einen ähnlichen Verlauf. Also wenn sich große Themenfonds anschauen, meistens starten die, wenn ein Thema in ist, dann gibt es meistens irgendwo eine Übertreibung, einen Hype und dann erstmal eine 1-, 2-, 3-jährige Schwächephase. Wir haben uns das auch mal von den Zahlen her angeschaut, also Anleger, die ganz am Anfang angestiegen sind bei den Themenfonds und die langfristig halten, die haben so in etwa 6% damit erzielen können. Welche, die nach 3 Jahren, also so alt ist ja jetzt unser GG Wasserstofffonds, einstiegen, die haben 8,4% im Schnitt erzielt, das sind 2,4% mehr. Aber die wichtige Nachricht ist, wer die Geduld mitbringt, wer den Themenfonds so nimmt, wie er genommen werden soll als Langfristinvestment, der wird in beiden Fällen glücklich sein. Nach 3 Jahren einzusteigen, ist meistens die bessere Idee als ganz am Anfang. Nochmal nachgefragt. Insgesamt muss man ja sagen, Herr Juncker, dass Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, teilweise auch Solar, natürlich immer mit kleinen Ausflügen auch mal nach oben an manchen Tagen, grundsätzlich eher weniger gefragt waren, eher sich schwer getan haben. Warum ist das eigentlich so? Ja, alles ist zyklisch in unserer Welt. Speziell der Aktienmarkt ist natürlich auch super zyklisch. Die amerikanische Unternehmensberatung Gartner hat daraus den Gartner Hype Cycle auch mal gemacht, der aus einem Trigger besteht. Das war, wenn man das historisch schönste Beispiel oder das vielen bekannt ist, ist der Internet-Hype der 90er Jahre. Da war der Trigger, dass man mit dem Internet ein ganz neues Medium hatte. Dann kommt es zu überzogenen Erwartungen. Man hat gedacht, alles ist Internet in Zukunft. Wir brauchen gar keine sogenannte Old Economy mehr. Dann die Desillusionierungsphase, wo man wieder dachte, mit dem Internet, das wird ja alles nichts werden. Und dann kam die Phase, wo es eigentlich vernünftig mit umgegangen ist, wo so Unternehmen wie Amazon, Google sich entwickelt haben, hochgekommen sind. Und diesen Cycle, den haben wir auch bei den Umweltaktien durchgemacht. Der Trigger in dem Fall war durchaus die Corona-Pandemie. Also im Jahr 2020 hat man Hype, hat man eine Übertreibung in dem Sektor auch gehabt. Die Desillusionierungsphase sind wir jetzt drin. Wir merken, dass das alles Geld kostet, dieser Umbau. Aber aus der Phase kommen wir jetzt raus. Wir sind da schon recht weit. Ich denke, es gibt drei Haupttreiber die nächsten 10 Jahre. Es wird viel Geld verdient werden mit Rüstung. Es wird viel Geld verdient werden mit KI und Technologie. Und es wird viel Geld fließen in den Umweltbereich und dort viel verdient werden. Aus meiner Sicht heraus sind wir in dem Umwelt Zyklus jetzt schon am weitesten, die Desillusionierungsphase ist weitgehend am Ende. Also kann es jetzt nur weiter nach oben gehen. Hoffen wir mal, drücken wir die Daumen natürlich auch dafür. Herr Dollmann, die Thematik KI, die Thematik chlorreiche 7 ist ja schon kurz angesprochen worden und auch die Konzentration der Marktteilnehmer auf einige wenige Werte. Also die Werte hatten, die haben sich natürlich gefreut, aber alle anderen sind hinten runtergefallen. Wie sehr ist das ein Problem, diese Marktbreite? Und vor allem, wie schaut es aktuell aus? Kommt da so ein Stück weit Breite zurück? Ja, der Herr Kühn hat es ja bereits angesprochen, die Marktbreite steigt sicherlich. Nur jetzt auch auf unseren Fonds bezogen, muss man halt ganz klar sagen, viele Leute denken, weil die Performance so hervorragend war, dass wir ein Technologiefonds sind. Wir haben im Schnitt 25% Technologie. Ich sage ja nur 25% Technologie. Wir haben nur einen, der Magnificent Seven, und der ist aktuell bei 3,5% gewichtet. Das kommt uns eher zugute, wenn die mal ein Stück zurückkommen würden und die Marktbreite steigt. Das heißt, sie finden in jedem Marktumfeld gute Aktien. Und ich mache das ja schon ein bisschen länger, Fondsmanagement. Sie müssen halt ihre Hausaufgaben machen, langfristig, und dann werden sie auch belohnt. Und es gibt viele gute Unternehmen, auch außerhalb der Magnificent Seven, die bei entsprechendem Gewinnmomentum
dann natürlich auch von der breiten Anlegerschaft vielleicht nicht ganz schnell, aber mittelfristig gefunden werden. Das heißt mit anderen Worten, die Small- und Mid-Caps ziehen jetzt in der Tat nach. Und ist das etwas auch, was Sie als Fondsmanager auch für Ihren Fonds mit betrachten, dass Sie mehr Small- und Mid-Cap-Investitionen tätigen? Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, dass die Small- und Mid-Caps nachziehen, sondern es geht ja erstmal weg von diesem Hype in den Top-7-Aktien oder Magnificent 7, wie wir ja sagen, in die Breite. Und in den USA haben Sie ja ganz viele Unternehmen, die 50, 60, 80, 100 Milliarden Market Cap haben. Die als Small Mid Cap, die sind es nicht, sondern diese Unternehmen, ich sag mal, es geht in die Breite der Large Caps hinein. Und wenn da überzeugende Zahlen sind im Large Cap Bereich, dann findet der Markt die auch und wird das honorieren, und er tut es ja auch. Wir haben es ja letztes Jahr auch bei uns gesehen, wir haben über 20% performt, obwohl wir praktisch kaum in den Magnificent Seven investiert waren. Herr Kühn, wir sind beim Thema Small- und Mid-Caps, Large-Caps. Immer eine Frage der Definition natürlich, denn es gibt ein paar, wie Herr Dollmann gerade gesagt hat, die sind 60, 80, 100 Milliarden schwer und damit viel, viel kleiner als die glorreichen sieben. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Thematik groß versus klein oder mittel bei sich im Fonds um? Definitiv. Also es ist natürlich immer noch eine Abstufung, ob man Small Midcaps in Europa sich anguckt oder in Amerika. In Amerika sind Midcaps teilweise denn doch noch mal größer als hier in Europa. Das Thema ist für uns deswegen relevant, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie wir das managen, unser Exposure dorthin. Und ich kann so viel sagen, wir haben auf jeden Fall zumindest Large Cap Exposure im letzten Jahr nicht abgebaut. Wichtigeres Thema für uns ist, zu adjustieren zwischen nicht profitablem Tech und profitablem Tech, wie wir dort investiert sein möchten. Und hier haben wir einen relativ aktiven Ansatz im letzten Jahr gewählt und in diesem Jahr gegenüber mehr profitablem Tech, weil, das werden Sie auch alle mitbekommen haben, nicht profitabler Tech performt im breiten Markt jetzt schon seit 2022 under. Und profitabler Tech und die glorreichen sieben ziehen wenigstens mit dem Markt mit. Also haben wir gelernt, in Amerika ist Small- und Mid-Cap was anderes als in Europa. Aber gibt es denn jetzt überhaupt solche Perlen, die Sie finden und die Sie im Portfolio haben, Herr Kühn? Und können Sie uns vielleicht mal eine davon vorstellen? Eine Aktie, die ich gerne rausstellen möchte, ist die Vertiv Holding aus Amerika. Das Unternehmen ist im Bereich Cooling Systems tätig. Und letztendlich die ganze Value Chain rund um Rechenzentren ist sehr zentriert um Rechenleistung. Wir brauchen immer mehr Rechenleistung. Das ist sehr Grafikkarten und Nvidia zentriert. Es gibt aber außerhalb dieses Unternehmens oder außerhalb von Grafikkarten und Rechenleistung auch noch Unternehmen, die von dem Trend hin zu mehr Rechenleistung und Datencentern profitieren. Das ist Vertiv Holding. Wie gesagt, Kühlungssysteme sind ein integraler Part von Datencentern heutzutage, weil das erste Bottleneck für mehr Datencenter ist Grafikkarten. Und das zweite ist, dass wir letztendlich den Energiehaushalt verringern müssen. Und wenn man sich das anguckt, der Hopper, der H100, der neue Chip von Nvidia, verbraucht 50% mehr Energie als die Vorgängergeneration der A100. Und dazu kommt, dass eine enorme Wärmefreisetzung stattfindet bei der Rechenleistung. Und dafür brauchen wir Kühlungssysteme. Man sieht, dass Grafikkarten, die nicht gekühlt werden, nur 60% ihrer Spitzenleistung erreichen. Und das ist letztendlich das, was man nicht haben möchte, wenn man schon so viel Geld für Grafikkarten und Rechenleistung ausgibt. Und wie gesagt, der Profiteur davon sind Unternehmen, die Kühlungssysteme herstellen, und Vertiv Holding wäre einer davon. Gut, dass wir diese Frühlings-Roadshow noch bei halbwegs guten Temperaturen durchführen. So können wir und Sie alle auch Spitzenleistungen bringen, ohne Cooling-Möglichkeiten zu haben. Herr Juncker, Big is Beautiful heißt es so schön, und das hatten wir auch gerade ja schon ein paar Mal angesprochen. Gibt es diesen Trend, dieses Thema auch im Wasserstoffsektor? Ja, absolut, absolut. Also als der Wasserstoffsektor vor 4, 5 Jahren in die Öffentlichkeit gekommen ist, war das hauptsächlich ein Thema von eher kleineren Firmen, die dann getrieben haben. Jetzt sind die großen Player im Gasbereich voll eingestiegen.
Ein Beispiel ist die Air Liquide aus Frankreich, das ist die französische Linde, ein ganz großer Gaskonzern. Der hat jetzt erst vor kurzem verkündet, dass sie den Wasserstoffbereich verdreifachen wollen, den Umsatz verdreifachen wollen innerhalb von wenigen Jahren, haben in dem Sektor auch gleich 8 Milliarden Euro Investitionen angekündigt. Also die Großen kommen jetzt. Und man muss auch sagen, wenn man ein großes Wasserstoffprojekt umsetzt, dann hat man doch eher Vertrauen in Großunternehmen als in ein kleineres mit vielleicht nur 500, 800 Mitarbeitern. Also von daher ja, der Trend, den gibt es auch im Wasserstoffbereich absolut. In jedem Falle bessert sich die Nachrichtenlage, so mein Eindruck, auch für den Wasserstoffsektor. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Handelsblatt hat jüngst getitelt, die Wasserstoffrevolution gewinnt an Kraft, meint damit auch neue Förderungen, Fördermaßnahmen der Europäischen Union. Worum geht es dabei genau? Also das bezieht sich auf die Important Projects of Common European Interest, IPCEI. Da geht es darum, dass die EU Fördermittel genehmigen muss in den einzelnen Ländern. Also das Land Deutschland will vielleicht ein Projekt fördern, braucht dafür aber die Genehmigung von Europa. Da sind jetzt 33 Projekte freigegeben worden in ganz Europa. Insgesamt hat Deutschland damit jetzt die Freigabe für 4,6 Milliarden Euro an Förderungen. Damit werden zum Beispiel Wasserstoffproduktionsanlagen in Lingen gefördert. Es wird eine große Wasserstoffkaverne in Brandenburg gefördert, mit der man dann Wasserstoff unterirdisch verpressen und lagern kann. Es werden Wasserstoffrohrleitungssysteme, ein großes Projekt in Hamburg, gefördert. Also das, klar, da ist schon viel Wumms drin. Es hat allerdings Verzögerungen gegeben. Die Genehmigungsdauer war teilweise 2,5 Jahre. Also das war schon, hat man schon viel Geduld gebraucht bei den Unternehmen. Mhm. Erwarten Sie denn jetzt von all diesen Maßnahmen, die Sie uns ja kurz schon geschildert haben, in der Tat frischen Wind für die Branche insgesamt oder ist das nur ein Strohfeuer? Also es sind immer wieder einzelne Nachrichten, aber die Trendlinie ist ja ganz klar. Es ist allerdings ein Marathon, kein Sprint. Die Wasserstoffwirtschaft wird 20 Jahre brauchen, um hochzufahren, weil es große Infrastrukturprojekte natürlich sind. Aber klar, das sind immer wieder neue Schübe, die da mitkommen mit jeder Milliarde, die reinfließt. Dann lassen Sie uns doch ein Stück weit genauer in all Ihre Portfolios schauen. Herr Kühn hat uns vorhin ja schon mal eine kleine Perle vorgestellt. Da werden wir noch viel, viel mehr auch von hören. Herr Dollmann, Proud at Work, ich habe es angesprochen, Ihr Thema. Wir haben uns im letzten Herbst auch schon mal darüber unterhalten. Und für all diejenigen, sozusagen, die nicht dabei waren, vielleicht auch erstmal die Frage, wie hat sich denn das Thema seitdem weiterentwickelt bei Ihnen? Ja, sicherlich positiv. Wir haben stark natürlich auch von den steigenden Märkten profitiert, wie viele Aktienfonds. Der Aktienfonds Proud at Work Classic ist jetzt seit Auflage trotz Corona, trotz Krieg, Ukraine etc. pp. Sind wir über 13% annualisiert im Plus. Der Fonds ist über 60% seit Auflage im Plus. Wir sind jetzt in den Vertrieb gegangen und das, was uns natürlich freut, in den letzten 8 bis 10, 12 Wochen konnten wir das Fondsvolumen verdoppeln. Wir sehen starkes Interesse an dem Fonds. Die Performance stimmt. Und wie Sie sagen, das Thema kommt immer stärker durch. Es fehlen Mitarbeiter. Sie lesen immer mehr, wie Herr Juncker gerade sagte, im Wasserstoffbereich kommen immer wieder einzelne Nachrichten und die Trendlinie ist ganz klar. Bei uns ist das nicht nur eine Trendlinie, bei uns sehen Sie jeden Tag die Nachrichten. Fachkräftemangel, Mitarbeiter innerlich gekündigt, wo kriege ich Leute her, wie können wir das verbessern? Und das spielt natürlich rein und die Leute achten darauf. Und ich glaube auch, was wir jetzt zeigen können nach 4 Jahren, die der Fonds jetzt live ist, es lohnt sich auch für Aktionäre und nicht nur für die Mitarbeiter. Für alle, die heute in der Tat das erste Mal hier dabei sind und dieses Thema auch hören, vielleicht noch ein Wort mehr dazu, Herr Dollmann. Stolz bei der Arbeit, glückliche Mitarbeiter, das ist nett, das ist schön, das ist toll, das bringt offensichtlich auch Performance. Aber lässt sich das irgendwie auch messen ein Stück weit, sodass man daraus auch entsprechende Entscheidungen für den Fonds ableiten kann? Natürlich kann man das messen. Das war ja eine der großen Schwierigkeiten bzw. Aufgaben am Anfang, dass wir uns da den richtigen Partner suchen. Wie können wir das messen und vergleichbar machen? Und was uns sehr gefreut hat, ist, dass wir eine Kooperation dort haben und die Daten nutzen von Great Place to Work, dem weltweit größten Beratungsunternehmen im Bereich Mitarbeiter. Es werden bis zu 10.000 Unternehmen im Jahr geratet, wo die Mitarbeiter befragt werden. Und wir können die Daten halt bekommen und nutzen,
und sehen halt, welches Unternehmen wird besonders stark ausgezeichnet für verschiedene soziale Faktoren. Und diese Unternehmen, die dann auch börsennotiert sind, von 10.000 sind das weniger als 1.000 Unternehmen. Von diesen Unternehmen, die dann geratet sind, die gehen bei uns in das Universum ein. Und dann fängt unser Fondsmanagement-Job, der klassische Fondsmanagement-Job an, diese Unternehmen sukzessive zu bewerten, um dann natürlich ein Portfolio aus 30 bis 40 Titeln zusammenzubauen, das mittelfristig den Markt doch deutlich schlagen sollte. Sind Sie denn damit ein klassischer ESG-Fonds, weil Sie eben halt auf all die sozialen Aspekte besonderen Wert legen? Wir sind ganz klassisch ESG. Die meisten unserer Kollegen im ESG-Bereich sind halt ganz stark im grünen Bereich, im E-Bereich. Wir haben das Siegelforum Nachhaltige Geldanlage bekommen. Und bei uns ist nicht nur der E-Bereich, wie bei vielen anderen Kollegen, auch sehr stark. Ich denke mal, wir sind besonders halt auch ein Fonds, wo das S ganz klar im Mittelpunkt steht, weil wir das S als einen ganz klaren Treiber für Rendite ausgemacht haben. Und Sie ahnen es, machen Sie es noch ein Stück weit konkreter. Was bedeutet das S jetzt für Sie? Welche Werte sind Ihnen dabei ganz, ganz wichtig? Mal unabhängig davon, dass es wahrscheinlich erstens Rendite, zweitens Rendite und drittens Rendite sein soll am Ende des Tages. Aber da steckt natürlich noch mehr dahinter. Welche? Rendite ist richtig. Nur der Punkt ist, Rendite erzielen Sie nur, wenn es auch eine Rendite für die Mitarbeiter gibt. Und die muss nicht nur monetär sein. Wir alle wissen, dass wenn Sie 100 Euro irgendwo anders bei einem Mitbewerber mehr bekommen, dass Sie deswegen nicht unbedingt glücklicher werden, sondern Sie möchten geschätzt werden im Unternehmen, Sie möchten Verantwortung übertragen bekommen und es muss eine Fehlerkultur geben, dass man halt auch aus Fehlern gemeinsam lernt, Mitarbeiter unterstützt werden und Unternehmen sich darum kümmern und Methoden entwickeln und Systeme entwickeln, um diese Mitarbeiterzufriedenheit nach oben zu bringen. Ein ganz großes Thema ist Gleichstellung Mann und Frau. Ja, es kann nicht sein, dass ein Job, der die gleichen Voraussetzungen bringt, immer noch unterschiedliche Bezahlungen hervorbringt. Das führt zu Unzufriedenheit und schränkt mittelfristig auch die Leistungsfähigkeit bzw. die Leistungsbereitschaft ein. Wir sehen das. Sie haben es so schön gesagt, Herr Franek, wie kann man sowas eigentlich messen? Und diese Beratungsunternehmen, das Beratungsunternehmen GPTW, misst das zum Beispiel, dass die ausgezeichneten Unternehmen im Schnitt über 3 Jahre zum Beispiel 45% weniger Krankheitstage haben. Und ich muss niemandem, glaube ich, von den Zuhörern sagen, was das bedeutet. Wenn Sie im Unternehmen 45% weniger Krankheitstage haben, erhöht das massiv die Produktivität Ihres Unternehmens. Und als Aktionär am Ende des Tages hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Gewinne, die Profitabilität und mittelfristig auch auf den Aktienkurs. Eindeutig. Und da gibt es spannende Einzelwerte. Ich habe es angedeutet. Die werden wir im Verlauf dieses Talks dann vorstellen, die Sie dann auch ins Schaufenster stellen wollen. Herr Kühn, zunächst mal rüber zu Ihnen zum Thema Metaverse oder Metaversum, wenn man es deutsch aussprechen mag. Das hat der eine oder andere schon gehört, wird vielleicht gedacht haben, na was ist denn das? Hat das was mit KI zu tun? Vielleicht sollten wir auch hier erstmal ein Stück weit erläutern, worum es da geht. Bitte tun Sie es für uns. Ja, das Metaverse vielleicht vorab kombiniert Aspekte aus Gaming, Social Media, aber auch Virtuality, wobei Virtuality immer in Klammern gesetzt ist. Es braucht kein Virtuality für das Metaverse an sich, aber viele Experten sagen, um eine vollständige Immersion zu bekommen, braucht man letztendlich Virtuality. Das Metaverse ist letztendlich so aufgebaut, dass es eine Echtzeitinteraktion in 3D-Format ist. Man kann sich das so vorstellen, für mich sind zwei Prototyp-Metaversen Roblox, das ist eine Spieleplattform, und GTA. Und hier haben wir einen kontinuierlichen Ablauf. Also wir können uns jederzeit mit Freunden treffen, jederzeit dort spielen, genau wie im echten Leben auch. Es gibt keinen Pauseknopf im Leben und so ist es letztendlich im Metaverse auch. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber so wird das heute schon praktiziert. Bei Online-Spielen, Rollenspiele, ist es so, dass es keinen Pauseknopf gibt, sondern man kann immer einschalten, sei es 2 Uhr nachts oder mitten am Tag. Sie werden immer Leute haben, mit denen sie sich treffen können und mit denen sie spielen können. Und dort ist es so, dass sie in die Rolle eines Avatars schlüpfen. Sie können sich selber spielen. Sie können aber auch in eine ganz andere Welt schlüpfen und dort jemand anderes spielen. Und sie haben die Möglichkeit, und hier kommt der Social-Media-Aspekt nochmal raus, mit anderen Leuten zu interagieren, sich mit Freunden zu treffen, aber auch zu spielen.
Also es ist letztendlich kein Thema, was nur um Gaming geht. Es kommt aus dem Gaming, ist aber sehr stark auch Social Media lastig. Und was heutzutage noch nicht ganz so umgesetzt werden kann, ist, dass in diesen Welten letztendlich digitale Räume erstellt werden können, Gegenstände erstellt werden können. Das geht heutzutage programmiertechnisch noch nicht. Das wird irgendwann zurückgesetzt, aber ich glaube, da sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Und was wir letztendlich auch in der echten Welt haben, genauso wie in der digitalen Welt, das ist, dass wir eine eigene Währung haben. Das gibt es bei Roblox auch schon. Das sind die Robux zum Beispiel. Man kann die gegen Euros oder US-Dollar eintauschen. Und man hat auch ein Stück weit eigenständige Wirtschaft. Aber wie sowas dann abläuft, ist dann auch relativ theoretisch, weil wir als Menschen ja letztendlich das reingeben, was das definiert am Ende des Tages. Das klingt total spannend. Gab es aber so oder so ähnlich, glaube ich, schon mal. Das hieß damals Second Life. Klar, waren wir technisch damals noch nicht so weit. Was ist denn jetzt der entscheidende Unterschied und warum glauben Sie, dass jetzt das Metaversum nicht scheitern wird, ähnlich wie das Second Life? Denn das ist aus meiner Sicht immer halt ja doch ein Rohrkrepierer geworden. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man sich einmal das im historischen Kontext anguckt, dann ist Second Life 2003 auf den Markt gekommen. Das ist vor gut 20 Jahren gewesen. Damals hatten wir Computerspiele wie die Sims 1 oder Call of Duty das erste. Und es ist relativ lange her und es hat sich einiges natürlich getan, grafisch gesehen, Rechenleistung technisch und die Komplexität dieser Welten und dieser Spiele sind drastisch gestiegen. Und auf der anderen Seite, und das finde ich einen viel spannenderen Aspekt letztendlich, ist, dass wir viel mehr Anklang in der Gesellschaft bekommen haben, dass wir eine Entstigmatisierung von Gaming und Social Media bekommen haben, weil viele Leute das heutzutage in ihr Leben eingebaut haben, auch außerhalb von diesen eingefleischten Gamern. Wir haben es heutzutage wirklich so, dass viele Leute einfach abschalten möchten und sich die Zeit nehmen, sich mit Freunden zu treffen, sich mit anderen Leuten zu treffen, Gleichgesinnten zu treffen. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren schon geändert. Und da haben wir nochmal einen extremen Boost gesehen während der Corona-Jahre, wo wir nicht rausgehen konnten und uns unsere sozialen Kontakte ins Digitale verschoben haben. Also das kann man schon sagen. Und gaming-technisch sind wir auch einiges weiter, wenn man Second Life so ein bisschen aus der Gaming-Perspektive betrachten möchte. Gaming-technisch sind wir heutzutage an dem Punkt, wo der weltweite Gaming-Markt 250 Milliarden US-Dollar Umsatz macht. Das ist doppelt so groß wie die Film- und Musikindustrie zusammen, die nur 125 Milliarden US-Dollar macht. Also Gaming ist wirklich mittlerweile fester Bestandteil der Unterhaltungsindustrie und damals Second Life war letztendlich, sag ich mal, eher ein Randthema, was wir gesehen haben. Klar, Gaming ist total wichtig geworden. Kurze Nachfrage, Herr Dollmann, sind Sie ein Gamer? Sind Sie da mal unterwegs oder lassen Sie es links liegen, das Thema? Ja, da frage ich doch mal zurück, was glauben Sie denn? Also ich glaube, aber jetzt will ich natürlich nicht diskriminierend sein. Wir sind ja in einer Generation, die groß geworden ist ohne Computer und mit Gaming im Sandkasten, so würde ich es jetzt mal sagen. Deshalb glaube ich vielleicht eher weniger. Knapp daneben. Ich hatte einen C64, für den Herrn Kühn vielleicht nochmal. Das ist auch ein Computer gewesen. Ja, das ist lange her. Ich hatte eine Floppy Disk und ich habe ein paar Spiele gemacht, als ich 15, 16 war. Aber ich glaube, das letzte Computerspiel, das ich wirklich gemacht habe, ich glaube, das war vor der Volljährigkeit. Ja, sehen Sie, da war ich doch gar nicht so falsch. Herr Juncker, Sie wissen, Sie ahnen es, Sie müssen jetzt auch ran. Sind Sie ein Gamer? Gamer nur indirekt insofern, als ich mit meinen Söhnen zusammen zuschaue. Ich habe ja gelernt, man spielt nicht mehr selbst, sondern man schaut sich Videos an von Spitzengamern und da bin ich manchmal mit dabei. Das ist doch ganz schön. Und bei uns zu Hause ist es nicht viel anders, um das vielleicht zu komplettieren. Gleichwohl versuchen wir immer mal wieder noch Elva raus, Phase 10 oder das gute alte Monopoly zu spielen. Geht aber eben alles auch im Metaversum, Herr Kühn. Und von daher natürlich wollen wir jetzt bei Ihnen auch nochmal nachfragen, wo sehen Sie denn jetzt das Wertschöpfungspotenzial und das möglicherweise sogar ganz nachhaltig und langfristig? Ja, also wie ich das gerade schon angesprochen hatte, also das Metaverse heutzutage ist sehr zentriert um Gaming und Social Media. Das kommt einfach daher, weil sehr frühzeitig viel Geld in diese Bereiche reingeflossen ist. Das sieht man daran, dass Meta, also Facebook und Instagram,
viele Rechenzentren gebaut hat, die kommen eher von der Social-Media-Schiene. Microsoft auf der anderen Seite haben auch Ambitionen im Metaverse, die kommen aber eher von der Gaming-Schiene. Das ist, würde ich sagen, eher so das Konsumenten-Metaverse. Und in das könnte man auch noch reinpacken, dass man zum Beispiel Shopping-Aktivitäten effektiver nutzen kann. Zum Beispiel bei E-Commerce-Unternehmen heutzutage sind die größten, ein großer Kostenpunkt sind Rückversendungskosten. Das kann man letztendlich effizienter gestalten, als es heutzutage ist. Man kann natürlich die Kleidungsstücke nicht anprobieren, weil man sie nicht zu Hause hat. Ja, man kann sie sich liefern lassen, zurückschicken. Das möchte man verhindern. Das kann man mit Augmented Reality und Virtual Reality heutzutage hinbekommen. Da braucht man auch gar keine Brille für, sondern es geht auch übers Handy. Man kann letztendlich ein Video von sich machen und so letztendlich eine Kleideranprobe simulieren. Das würde ich sagen, ist so das Konsumenten-Metaverse, aber was vielleicht noch so ein bisschen außen vor ist, ist das Enterprise-Metaverse. Und zwar Unternehmen sind auch mittlerweile im Metaverse vertreten, die nutzen andere Plattformen, unter anderem im Workflow-Bereich. Da ist es heutzutage auch schon so, dass wenn sie große Anlagen kaufen für ihre Fabrik, die leer ist, oder das in einen Workflow einintegrieren möchten, dann kann man das über die Virtual Reality Brille machen, dass sie wirklich jede einzelne Teilmaschine dort so anordnen können im Metaverse, in der virtuellen Welt, wie es nachher auch so stattfinden soll in der Fabrik. Und dadurch kann man einige Wochen sparen und viele Kosten sparen. Ein anderer Punkt ist Produktdesign heutzutage schon, und das wird auch schon sehr stark so praktiziert. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass man Prototypen von Produkten auf Papier mit Zettel und Stift entwirft, sondern heutzutage ist es so, dass man das alles digital über eine Software machen kann und die weiß, wie die Produkte beschaffen sein sollen, die weiß alle Eigenschaften von diesen Produkten und von Materialien, und dadurch kann man relativ effizient heutzutage schon letztendlich Produkte entwickeln, sehr kostengünstig, weil sie nicht immer Prototypen entwickeln müssen, die dann nicht so sind, wie sie möchten, und dann neue Prototypen. Das ist auch umwelteffizient dadurch natürlich auch. Und das ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass man diese Produktdesign-Software auch im Gaming-Bereich zum Beispiel nehmen kann. Aber es kann auch sein, dass man Gaming-Software, dass die so weit vorangeschritten ist, zum Beispiel bei Unity-Software, dass die letztendlich auch im Produktdesign verwendet wird. Also das ist wirklich mittlerweile eine fließende Linie. Das klingt so, als sollten die Unternehmen am Metaversum nicht vorbeigehen, Herr Juncker. Und die Frage stellt sich natürlich, wäre das auch ein Thema für die Wasserstoffbranche? Also so ein Elektrolyseur im Metaversum bauen, theoretisch müsste es doch gehen, oder? Ja, also ich denke, es wird mit Sicherheit genutzt werden, sowohl in der Entwicklung, was Sie jetzt eben angesprochen haben, bestimmt auch im Service, wenn ich in der Zentrale die Experten sitzen habe, vor Ort die Techniker. Das wird bestimmt genutzt werden, klar. Dann bleiben wir doch vielleicht aber zunächst mal bei der realen Wasserstoffwelt. Wenn es dann noch kommen wird, warten wir es mal ab. Über neue Impulse bei der EU-Förderung haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Aber natürlich braucht es ein Stück weit mehr, so mein Eindruck, damit auch die Kursfantasie ja wieder zurückkommt. Wo sehen Sie denn Momentum für die Branche? Ja, kommen Sie mal kurz mit mir zurück in die 60er Jahre. Ganz konkret zum 25. Mai 1961. Damals ist nämlich der junge Präsident John F. Kennedy vor den Kongress getreten mit einer ganz berühmten Rede. Unter anderem hat er gesagt, ich zitiere, ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte, noch in diesem Jahrzehnt das Ziel zu erreichen, einen Menschen auf den Mond zu landen und ihn sicher zur Erde zurückzubringen. Und es war ein Startschuss und ein Zeichen dafür, dass es einen Wettlauf gab zwischen der Sowjetunion damals und den USA heute. Denselben Wettlauf erleben wir hier und heute auch wieder, diesmal zwischen den USA und China auf der anderen Seite. Und einer der Punkte, wo sie sich betteln, ist eben der Umwelt- und Wasserstoffbereich. Beide Großmächte machen dort sehr viel.
Wenn man das, sich die USA mal die letzten 2 Jahre anschauen, die haben den Inflation Reduction Act initiiert mit rund 40 Milliarden US-Dollar für die Umwelt- und Wasserstofftechnologie. Sie haben im Herbst letzten Jahres 7 Hydrogen Hubs definiert, die mit 7 Milliarden Dollar gefördert werden sollen, also Schwerpunktzentren, wo Produktion und Verteilung stattfinden sollen. Jetzt im Wahlkampf vor kurzem nochmal 750 Millionen US-Dollar speziell für die Wasserstofftechnik. Also das sind Riesenzahlen und es wird gemacht, um auch gegen China zu bestehen, weil China im Moment im Wasserstoffbereich, da liegen keine so konkreten Zahlen vor, aber man geht davon aus, dass die Hälfte des Wasserstoffsektors in China stattfindet. Hyundai hat vor kurzem gesagt, ja, wir haben eine neue Produktionsstätte in China gebaut. 500 Wasserstoff-LKWs sind dort schon ausgeliefert worden. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Treiber, dieser Wettkampf zwischen den beiden Blöcken. Da Sie jetzt schon gerade die Autos angesprochen haben, Hyundai beispielsweise, ich meine, die machen mehr als Autos, völlig klar. LKWs haben Sie auch gesagt, logisch. Aber aus der Autobranche könnte da möglicherweise auch ein bisschen frischer Wind kommen. Ich meine, die batterieelektrischen Autos, die verkaufen sich aktuell zumindest nicht wirklich gut, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht. Vor allen Dingen auch in Deutschland, aber eben nicht nur hier. Glauben Sie, Herr Juncker, dass das vielleicht eine neue Chance für Wasserstofffahrzeuge ist? Ich denke schon. Wichtig war jetzt Anfang des Jahres auch eine Aussage von Toyota, die gesagt haben, es wird nie mehr als 30% der Fahrzeugflotte wird batterieelektrisch sein. Weshalb? Nicht wegen den Fahrzeugen selbst. Die Autos sind gut und werden auch immer besser werden. Also die Kapazitäten der Batterien werden zunehmen und also das Auto wird besser sein. Der Knackpunkt und woran die batterieelektrische Mobilität scheitert, ist das Laden. Die Ladeinfrastruktur, nicht nur die einzelnen Zugangsstellen, sondern auch das ganze Kupfer, was wir in den Boden legen müssten, um die großen Energiemengen zu verteilen, das wird in den Industrieländern nicht richtig funktionieren und in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Von daher bin ich bei Toyota 30% maximal batterieelektrisch. Die restlichen 70% sind offen, aber wenn ich die Alternativen anschaue, entweder ein Wasserstoffantrieb direkt, vielleicht auch Wasserstoffderivat, Methanol ist ein Wasserstoffthema, vielleicht werden wir auch mit Ammoniak fahren, wird auch aus Wasserstoff gewonnen. E-Fuels werden aus Wasserstoff gewonnen, ist wahrscheinlich die teuerste Variante. Also es sind alles H2-Themen. Also das Wasserstoffauto hat bestimmt jetzt eine bessere Zukunft, ob es dann Wasserstoff ist oder ein abgeleitetes Derivat, wollen wir sehen. Dann kommen wir zu den Einzelwerten. Fangen wir an mit Ihnen, Herr Dollmann. Schaufensterbummel ist angesagt, weil das ist was, was wirklich viele, viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern interessiert. Wo sind Sie denn investiert? Ich habe natürlich reingeguckt in die Factsheets. Mir ist aufgefallen, Nvidia, klar, ganz weit vorn. Micron beispielsweise ganz weit vorn. Und ich meine, das wundert mich jetzt nicht wirklich, dass die glückliche Mitarbeiter haben. Denn über irgendwelche Aktienoptionsprogramme haben die eine Menge Geld verdient, Herr Dollmann, oder? Das ist korrekt und auch zu Recht. Die Firmen liefern. Und gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden. Und aber auch das ist ein Punkt, wo Sie natürlich sehen, da wenn die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben, ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Mitarbeiterzufriedenheit. Und dass es nicht nur an die Stakeholder, in dem Fall, was weiß ich, die Aktionäre oder den Vorstand geht, sondern dass das in die Breite auch in der Firma geht. Und da werden die Unternehmen hochgeratet. Aber sie zählen, wie viele andere auch, wenn ich Gespräche führe, immer Technologie auf. Ich darf es nochmal betonen. Es sind nur 25% des Kapitals in Technologie investiert. Und genau deshalb haben wir uns natürlich auch jetzt noch ein bisschen Zeit freigeschält förmlich, dass Sie auf die anderen 75% eingehen können. Herr Dollmann, nehmen Sie es mir nicht übel, vielleicht nicht auf alle 75%, aber vielleicht gibt es ein, zwei spannende Werte im Proud at Work Kosmos, die eben nicht aus dem Tech-Bereich kommen, wo Sie sagen, hey, da sollten wir heute unbedingt mal raufschauen. Ja, sicherlich, gerne. Das meiste ist halt, wie gesagt, nicht im Technologiebereich. Und Gott sei Dank haben wir auch nicht so viele Titel. Sie kennen mich. Ich bin jemand, der bei 40 Titeln langsam anfängt zu schwitzen. Das heißt, der Fonds hat deutlich weniger als zwischen 30 und 40 Titel normalerweise. Was vielleicht ganz interessant ist, ich habe mir das mal überlegt, was viele vielleicht auch noch nicht so kennen, obwohl es auch 60 Milliarden Marktkapitalisierung hat, ist eine Republic Service Group. Ja, haben Sie schon mal gehört, Herr Franik? Republic Service Group, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben und demutsvoll sagen, nö, habe ich noch nicht gehört. Genau, das sagen viele, das ist auch so.
ist ein ganz tolles Unternehmen und zwar im Bereich Müll. Ja, die sammeln Müll ein, die haben Deponien, sind kreuz und quer in den USA repräsentiert. Gibt zwei große Spieler in den USA, die sogenannte Waste Management und die Republic Service Group. Das ist für uns eine Position, da kann man sagen, das ist relativ langweilig, das ist ein stabiles Geschäft, das mögen wir. Wir mögen stabile Geschäfte und sogenannte Recurring Cashflows. Und wenn Sie schauen, die Performance der Republic Service Group in den letzten 5 Jahren hat die über 140% zugelegt. Ja, Sie haben noch nie davon gehört und Sie sind Profi. Ja, das ist schon toll. Wenn Sie sehen, wir legen im Fonds über 13% pro Jahr historisch bisher zu, seit Auflage. Da hilft natürlich eine Republic Service Group mit 140% über 5 Jahre. Ein weiteres Beispiel, ohne da zu viel zu sagen zu wollen, kennen wir alle. Wir nennen es ein Brautbullen. Ja, wir sind schon die ganze Zeit dabei, ist die Mastercard. Ich glaube, die kennt jeder, auch Sie, Herr Franek, haben schon mal von der Mastercard gehört. In diesem Fall deutlich ja. Mastercard. Genau. Wir alle nutzen Kreditkarten. Und wir alle wissen, und es ist eigentlich ja so einfach zu investieren, wir alle nutzen Kreditkarten. Und jetzt schauen Sie mal, wie Sie Ihre Kreditkarte vor 10 Jahren genutzt haben, wie oft, wie Sie sie vor 5 Jahren genutzt haben, wie stark Sie sie heute nutzen. Und es gibt nicht so viel große Spieler. Und auch eine Mastercard als Riesenunternehmen mit, ich denke, inzwischen deutlich über 400 Milliarden Marktkapitalisierung hat in den letzten 5 Jahren circa 100% Performance gebracht. Sie müssen also nicht in Technologie investiert sein oder in Small Caps etc., um anständige Renditen in wirklich stabilen, hochprofitablen Unternehmen zu erzielen. Spannend. Danke, dass Sie uns auf diese Reise ein Stück weit mitgenommen haben, Herr Kühn. Und das tun Sie jetzt natürlich auch. Auch Sie nehmen uns auf Ihre Reise mit. Einen der Werte haben Sie schon vorgestellt. Und bevor wir zum zweiten Wert kommen, vielleicht noch eine Frage zum Investmentansatz des MetaWorld-Fonds. Denn es ist ja nun mal wirklich sehr, sehr komplex, dieses ganze Thema. Und die Frage stellt sich, wie Sie mit dem Investmentansatz umgehen, um eben die richtigen Werte zu finden. Erläutern Sie es uns bitte. Wir haben einen Bottom-up-Ansatz und das Erste, was wir uns jetzt eigentlich angucken, ist erstmal das Risiko. Also der Fonds ist sehr tech-lastig, es ist sehr technologiegetrieben, also welche Technologie umgesetzt wird und welche dann vielleicht auch nicht. Und deswegen gucken wir uns, bevor wir investieren, erstmal das Risiko an. Also wann generiert das Unternehmen die ersten Cashflows, wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell? Wir gucken uns das Liquiditätsrisiko damit an und die Wettbewerbssituation. Wie ist der Wettbewerb aktuell und wie könnte sich dieser Wettbewerb entwickeln? Und erst dann gucken wir uns die Marktchancen an des Produktes und der Technologie und die Marktreife. Also es kommt wieder dieses so ein bisschen Durationsmanagement. Wann kommen die ersten großen Cashflows? Ist das in 2 Jahren? Ist das in 3 Jahren? In 4 Jahren? Und da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr Margin of Safety nehmen, wenn man in 5 Jahren erst die ersten positiven Cashflows hat. Und dann gucken wir uns Alleinstellungsmerkmale, Technologien an und natürlich auch die aktuelle Bewertung. Und was wir halt versuchen, ist letztendlich das Exposure, wie der Fonds auch sagt, der MetaWorld, das Exposure zum Metaverse zu erhöhen. Was wir gemacht haben im letzten Jahr ist letztendlich mehr, also noch mehr, als wir das eh schon gemacht haben, mehr auf Infrastruktur zu gehen. Das sind letztendlich die Trends, die künstliche Intelligenz auch spielt, also Infrastruktur aufzubauen. Das braucht man erstmal, die Datenzentren, Rechenleistung und da fühlen wir uns sehr wohl. Dann machen wir es jetzt in der Tat konkreter. Nvidia ist bei Ihnen auch eine große Position, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Deshalb würde ich die ausnahmsweise an der Stelle weglassen. Aber dann kommt relativ schnell Arista Networks. Kennt vielleicht auch nicht jeder. Was macht das Unternehmen so spannend? Ja, also Arista Network ist auch in dieser Value Chain von Datencentern ansässig. Und was wir versuchen ist, wie gesagt, Sie haben schon angesprochen, ja, wir haben auch eine große Position Nvidia, weil die letztendlich der Antreiber dieser ganzen Thematik sind. Aber wir versuchen auch innerhalb dieser Value Chain Unternehmen zu finden, Pockets, die wir interessant finden. Und was Arista Network macht, ist, die sind im Bereich Enterprise Switching zuständig. Ein Switch kann man sich vielleicht in einer einfachen Form so vorstellen, dass es ein WLAN-Router ist.
also letztendlich Endpunkte miteinander verbindet übers Netzwerk. Und im Enterprise-Bereich hat man hier deutlich höhere Anforderungen. Latenzzeiten dürfen nur ganz, ganz gering sein, dürfen nie ausfallen. Und ja, die sind in dem Bereich tätig für Datenzentren und Rechenzentren. Und dass man letztendlich die Clouds oder die Datenzentren miteinander verbindet. Und welche Aktie sollten wir darüber hinaus unbedingt noch ansprechen, hier in dieser Runde? Ja, vielleicht noch eine interessante Sache, dass das ganze Thema Metaverse ist sehr Amerika-lastig. Das kommt daher, weil die großen amerikanischen Unternehmen das Thema sehr stark früh für sich in Anspruch genommen haben. Aber es gibt auch davon ab, auch einige Unternehmen in Europa, die hier tätig sind. Und das sind die Semi-Capex-Unternehmen aus den Niederlanden. Das ist ASML, die BESI und die ASMI. Und wir haben das gesehen während des Corona-Booms 2020, 2021, dass viel zu wenig Chips da waren. Leute und Unternehmen haben händeringend nach Chips gesucht und die Preise sind explodiert. Also wir haben zu wenig Kapazitäten. Das hat sich jetzt im Downturn letztendlich, der 2022 stattgefunden hat, ein bisschen relativiert. Aber jetzt durch den neuen Boom in KI sind wir wieder vor großen Herausforderungen, dass wir zu wenig Kapazitäten haben, um KI-Chips zu bauen und Rechenzentren-Chips zu bauen. Und diese Unternehmen profitieren als zweite Ableitung davon, weil letztendlich, wenn neue Fabriken gebaut werden, dann müssen diese Maschinen da rein. Und diese drei Unternehmen sind in jeweils drei Oligopolen tätig. Und ja, genau. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Und Ihnen sage ich herzlichen Dank, Herr Juncker, fürs Warten, denn Sie haben sozusagen sich ein wenig in Geduld geübt, bis wir Ihre Einzelwerte vorstellen können. Aber bevor, und auch da warten wir noch eine ganz kleine Sekunde, bevor wir die Einzelwerte hören, Herr Juncker, habe ich gelesen, dass es Umschichtungen oder zumindest Umschichtungsempfehlungen innerhalb des Portfolios gibt bei Ihnen, und zwar aus Pure Player in Blended Player hinein. Wie ist der Stand der Dinge und welche Motivation steckt dahinter? Das ist eigentlich das Thema, was wir vor ein paar Minuten angesprochen haben. Der Trend bei den großen Projekten geht dazu, das auch an große Unternehmen zu vergeben, die Aufträge. Also wenn ich mir eine Cummins aus den USA anschaue, die haben Dieselmotoren, Gasmotoren und haben als sechstes Segment von sechs Geschäftssegmenten Wasserstoff. Dort bauen sie alles, Elektrolyseure, Tankstellen und so weiter. Von ihren Segmenten fünf Stück sind für dieses Jahr abwärts vom Vorstand geratet, während das sechste des Wasserstoffsegments so 79% zulegen. Und wir sehen eben da ein größeres Wachstum bei diesen Blended Playern, die auch andere Geschäftsfelder haben. Ich denke einfach, weil die mehr Vertrauen genießen, wenn es um jahrelange Großprojekte geht. Und entsprechend da machen Sie es konkreter. Machen Sie es konkreter. Sorry, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, aber wir sind natürlich gespannt. Blended Player, wer fällt Ihnen da ein? Wen haben Sie stark gewichtet? Wo sehen Sie Fantasie? Ja, also wir sprechen ja bei Wasserstoff über ein Gas, also meistens über ein Gas. Man kann dann auch runterkühlen, dass er dann flüssig wird, aber meistens über ein Gas. Und da brauchen Sie, da müssen Sie den Druck variieren. Also wenn ich an eine Wasserstofftankstelle denke, die haben einen großen Behälter mit bis zu 200 Bar, einen Pufferspeicher nennt man das. Und dann haben Sie noch einen Hochdruckspeicher, an dem dann die Fahrzeuge zum Betanken angeschlossen werden. Da sprechen wir nicht mehr über 200 Bar, sondern eben über bis zu 900 Bar. So, dann müssen Sie ja den Wasserstoff, das Gas von 200 auf 900 Bar bringen. Dafür verwenden Sie Kompressoren. Und der weltgrößte Kompressorhersteller ist Atlas Copco in Schweden oben. Und das ist zwar kein Monopol, Kompressoren bauen auch andere, aber es ist eben der klare Marktführer. Und das zeigt sich dann auch in den Zahlen. Also Atlas Copco hat über die letzten 10 Jahre durchschnittlich den Gewinn pro Aktie um knapp 10% steigern können. Wenn wir sagen, die Weltwirtschaft wächst mit 3%, dann ist das 3- bis 4-fache, wie die Weltwirtschaft sind die gewachsen. Das sind dann natürlich ganz interessante Unternehmen. Ein Viertel davon gehört auch der Wallenberg-Familie in Schweden. Das ist so in etwa das, was die Quants bei uns sind. Also das heißt, wir haben auch eine hohe Stabilität im Gesellschafterwesen und auch im Management. Das wäre ein schönes Beispiel für ein Blended Play.
Dennoch gibt es natürlich und selbstverständlich weiterhin Pure Player im Portfolio. Einer davon ist die SFC Energy aus Brunnthal bei München. Gar nicht so weit entfernt von Ihnen. Sie sitzen ja auch in Bayern. Was können die Bayern denn besser als die anderen? Also zumindest in dem Falle. Wir reden nicht über Fußball. Natürlich viel besser als die anderen, oder zumindest denken wir das immer in Bayern. Ob das der Fall ist, glaube ich nicht unbedingt. Aber in SFC kann Brennstoffzellen sehr gut. Brennstoffzellen, das ist ja die Technologie, um aus Wasserstoff Strom und Wärme gewinnen zu können. Die machen dort verschiedene Anwendungen. Das geht von mobilen Anwendungen, also wir haben so ein Stromaggregat, was vielleicht heute häufig mit Diesel läuft, können sie als Wasserstoffbrennstoffzelle oder Methanolbrennstoffzelle bei denen kaufen, um sich Strom zu erzeugen. Das kann man auch in größer machen, um Rechenzentren die Notstromversorgung dafür bereitzustellen. Oder in Schwellenländern, wo die Stromversorgung instabil ist, wird es auch für Überbrückung von mehreren Tagen teilweise genutzt. Das ist ein ganz dynamisches Unternehmen. Wachsen in letzter Zeit mit 40% pro Jahr Umsatzwachstum, haben 2023 das erste Mal auch einen ordentlichen Gewinn ausweisen können, haben mit dem Dr. Podeser, einen CEO, der das schon seit fast 20 Jahren macht, also der führt SFC Energy seit fast 20 Jahren, also das ist ein absoluter Experte, also das gefällt uns sowohl von den Zahlen her, als auch vom Produkt, als auch vom Management schon sehr gut. Vielen, vielen Dank für die Einzelwerte, für die Vorstellungen. Und damit sind wir schon am Ende unseres Talks angekommen. Sind in der Schlussrunde jeweils mit einer Schlussfrage an Sie alle. Da können Sie gerne nochmal priorisieren im Sinne unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, was Ihnen persönlich wichtig ist, worauf es ankommt. Herr Dollmann, fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Was macht Sie optimistisch, dass das Jahr 2024 ein Jahr der Aktien ist und bleibt? Wir denken länger als 2024. Ich denke, eine Aktienanlage sollte sich nicht auf jetzt noch 9 Monate beschränken. Herr Juncker hat es gesagt, dass bei Themenfonds, bei ihm zum Beispiel und bei anderen Themenfonds, das mehrere Jahre dauert, bis das Thema so richtig greift. Bei uns greift es sehr gut die letzten 4 Jahre. Da war aber auch ein sehr schlechtes Jahr mit 2022 mal drin. Und ich glaube, was es aber zeigt, auch jetzt bei dem Braut mit den 4 Jahren Erfahrung, man investiert in die Idee, man investiert in das Produkt, in den Fondsmanager und dann sollte man einfach mittel- bis langfristig dabei bleiben. Und in dem Fall bei uns ist es natürlich so, Sie sind im Large-Cap-Bereich, wir haben es gehört, Mastercard, Nvidia, Microsoft war mal dabei, ist nicht mehr dabei. Das sind große Namen, die natürlich alle diese Cashflows haben und die werden sich weiterentwickeln, die wachsen einfach stärker. Und das wird sich auszahlen. Herr Kühn, Frage auch an Sie. Gibt es eigentlich im Metaversum eine virtuelle Börse mit entsprechenden Prognosen für 2024 und wie sehen die aus? Ja, witzigerweise gibt es das. Zum Beispiel, ich hatte vorhin 2 Prototyp-Metaversen angeführt, einmal Roblox, einmal GTA. Bei GTA gibt es das. Die Börse ist an die Nasdaq angelehnt mit fiktiven Unternehmen, die ihre eigene Dynamik letztendlich folgt. Ob man daraus Prognosen ablesen kann, wage ich aber für die reale Welt leider zu bezweifeln. Und eine Frage muss ich Ihnen einfach noch stellen, weil die kamen mir zwischendurch jetzt hier per WhatsApp nochmal. Wir haben natürlich geklärt, dass Herr Dollmann ein C64-Zocker war und Herr Juncker bei seinen Söhnen zuschaut. Aber ich habe völlig vergessen, Sie zu fragen, sind Sie eher Gamer oder eher Fondsmanager, Herr Kühn? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da müsste ich nochmal sehr stark in mich gehen, aber morgens Fondsmanager und abends dann Gamer, würde ich sagen. Okay, haben wir auch das geklärt. Und am Ende Herr Juncker, 2024, gern auch darüber hinaus, Herr Dollmann hat es angesprochen, sind natürlich Langfrist-Investments, gerade wenn wir über Themeninvestments sprechen. Warum? Vielleicht noch einmal in der Zusammenfassung. Macht Wasserstoff absolut Sinn in einem breit diversifizierten Portfolio, quasi als Satellit, wenn man so will? Zum einen, klar, wir denken langfristig, aber der Anleger will ja vielleicht doch was über das Jahr 2024 wissen. Wir haben ja ein Wahljahr, das in den USA, das sind statistisch gesehen immer super Jahre. Und zum anderen, Herr Franek, vielleicht erinnern Sie sich, wir haben 2022, als die Börsen sehr schlecht dastanden, ein ähnliches Format gehabt. Da haben Sie mich auch gefragt, wie sieht die Zukunft aus?
Wir sind dann mit einer Wette rausgelaufen um einen schönen Wein. Ich habe damals gesagt, 23 wird ein sehr schönes Jahr werden und 2024 wird ein noch besseres Jahr werden. Da stehe ich dazu. Also ich glaube, am Jahresende werden wir uns freuen über gute Aktiengewinne. Ich vielleicht auch noch über eine Flasche Wein von Ihnen. Das Thema Wasserstoff, denken Sie dran, alles ist zyklisch. Wir hatten jetzt im Wasserstoffbereich 2 Jahre einen ganz schlechten Zyklus. Das ist für mich jetzt eine Riesenchance für die Leute, die an Wasserstoff glauben. Und ganz zum Schluss, Herr Juncker, ich habe voller Bewunderung während unseres knapp einstündigen Talks gesehen, dass Sie eine tolle Tasse haben. Ich weiß nicht, ob man die zwischendurch sehen konnte. Halten Sie sie einfach nochmal hoch. Das ist ja ein Riesending. Ja? Was ist da drin, bitteschön? Und wie viel passt da vor allen Dingen rein? Ja, es passt genau eine 0,7er Flasche Wasser zum Beispiel rein. Hier ist im Moment Tee drinnen. Ohne Krug, ohne Schnaps. Ich habe das also ganz nüchtern heute geschafft. Da können wir allesamt nicht mithalten, glaube ich. Weder Herr Dollmann noch Herr Kühn, da waren, glaube ich, die Gefäße etwas kleiner. Und ich bin sehr gespannt, welche Gefäße Stefan Lipfert bei sich hat. Aber ich glaube, gegen diese Tasse können wir alle nicht anstinken. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Dollmann, Herr Kühn, Herr Juncker, für diese einmal mehr muntere Runde, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Themen hinein und natürlich auch nicht verlegen waren um die eine oder andere Antwort, wenn es um die Entwicklung der gesamten Märkte geht. Bleiben wir allesamt optimistisch. Ich glaube, das hilft uns allesamt, wenn wir positiv in die Zukunft schauen. Sie haben es getan und ich denke, dass wir das in den nächsten Talks auch durchaus untermauern können, diese positiven Aussichten. Ihnen jetzt ganz herzlichen Dank. Und wir gehen rüber nach Hamburg zu Stefan Lipfert.